Moin, moin. Geh nochmal ganz kurz zu meinem Tempelchen. Ja, wir hatten gerade eigentlich schon ein bisschen gespielt und auch gelabert, aber ich habe erst gerade jetzt festgestellt, dass mein Tool für die Aufnahme nicht läuft. Ich habe, weil ich den Gott Seth anbete, quasi dem Gott ein Tempelchen gebaut. Den wollte ich euch mal kurz zeigen. Da ist er. Nett und schief. Einfach mal hier reingeballert. Dann kann man hier so schön Seth-Kohlenfalle bauen. Opfermesser und Gegengift. Oder, Gegengift. Ja, genau. Warum ein Gegengift? Keine Ahnung. Ein starkes Mittel gegen Gifte. Dafür brauche ich auf jeden Fall Herzen. Dann kann ich ihn da ein paar herstellen. Und, ja, jetzt heißt es hier wieder runterkommen. Ohne viel Aua. Diese Leertaste ist magisch. So. Hier kommen wir wieder so. Hüpfen, hüpfen. Ja, und dann haben wir gerade überlegt, wie wir die Nahrung für die Sklaven herstellen können. Ah ja, Mathilde ist auch dabei. Hallo. Hi. Ja, weil wir haben jetzt so einen riesen Kochtopf für die, aber ja, keine Ahnung, wie wir Nahrung für die zubereiten. Wir mussten irgendwie früher aus Samen oder so einen Brei herstellen für die Sklaven und den haben die dann gefuttert. Aber wie gesagt, um erstmal dieses Rad der Schmerzen zu bauen, brauchen wir erstmal Eisen. Und zwar eine ganze Menge. Wir brauchen insgesamt 75 Eisenbarren und ihr habt ja mitgekriegt, wie lange wir gebraucht haben, um genügend Eisen zusammenzukriegen, um diesen leibeigenen Topf erstmal zu machen. Wie viel hat denn gebraucht? 50. Ah, Kroko. Kroko verfolgt dich. Ich weiß. Ich renn rechts lang. Kroko verfolgt mich. Ich komm zu dir. Kroko hat Interesse verloren. Gutes Kroko. Also, ja. Das heißt, wir sind jetzt auf Eisensuche. Warte mal ganz kurz. Ja, da kriegt man Schnittläuse. Ah, okay. Gut. Wollte ich ein bisschen, was es da rausgibt. Ja, heute lassen wir euch mal in Ruhe. Wir haben es auf Eisen abgesehen. Ja, Eisen. Bleib stehen! Wer, ich? Nee, du nicht. Also da oben waren auf jeden Fall Eisensteine. Scheiße. Meine ich. Ach, hau da ab. Ein Schlag hätte noch gefehlt. Kackvieh. Auch noch 10 Fälle. So, diesmal war ich auch ein bisschen schlauer. Ich habe mich voll gefuttert, bevor wir aufgebrochen sind. Du bist hier rechts lang gegangen, oder? Links. Ah, Kacke. Aber hier sieht's schlecht aus. Ich glaube, wir müssen weiter hochgehen. Ja. Ich habe dich gerade verloren, weil ich rechts lang gegangen bin. Ja, ich laufe jetzt in die Mitte wieder. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich komme wieder in die Mitte. Ah, ich sehe dich. Genau, Kills. Kills, der Seth-Gott will es. Oh, dieses. Rennt aber auch zickzack. Ui, voll verzogen. Bitteschön. Vielen lieben Dank.
Oh, ja, die habe ich ja komplett vergessen. Diese Steinhauer, was das sind da. Wollen wir uns an eins ranwagen? Ja, die greifen ja wenn zu zweit an. Wir können ja mal einen nehmen. Okay, vielleicht. Welchen wollen wir? Den vorderen, ne? Den vorderen. 3, 2, 1, Feuer! Oh ja, die kommt zu zweit. Ja, ich will mal sagen, ich mache kaum Schaden. Oh, die haben mich umgehauen. Ja, das erste ist tot. Au. Aua, aua, aua. Aua, so haut die nicht. Okay, mal gucken, was die geben. Bestimmt Stein. Ja, ich nehme mal die Hacke. Kristall und Stein. Oh. Bei mir nur Stein. Ein Jetzt Kristall. Können wir mal da hinten gucken, ob bei denen eventuell Eisen ist. Da, wo die waren. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Lebensenergie verloren. Hm, kein Eisen. Geizige Viecher. Hier oben vielleicht? Toll. Umsonst getötet. Echt, ey. Oh. Na, da ist auch wieder so ein scheiß Vieh. Aber hier ist ein Stein. Ah, stimmt. Ein Stein. Steine sind Freunde. Warte. Okay, jetzt kann ich zielen. 3, 2, 1, Feuer! Ah, hör doch mal auf zu rennen, so treffe ich dich doch nicht. Ups. Jetzt bin ich mutig. Okay. Ist auch tot. Und noch ein Kristall. Da hinten ist noch so ein Vieh. Ja. Da ich nicht mehr so viel Leben habe, möchte ich jetzt mich jetzt nicht so anlegen. Da sind irgendwelche Vögel. Oh, das ist Eisenstein. Da ist ganz viel Eisenstein. Dann... Zurück auf den Stein. Oh, du hast ja so schöne Schuhe. Ja, kriegst du auch irgendwann nicht. Und ein Hut. Warte. Ah. Ich lock ihn mal an. Oh, voll an die Geschosse. Achtung! Ah, nicht runterspringen. Oh, die Katze hat gekotzt. Also, falls ihr euch wundert, dass Heinrich gerade nichts sagt, das liegt daran, dass er sich um unsere Katze kümmern muss. Das duftet, sage ich euch.
Okay. Ja. Wie ihr seht, meine Kehle ist ausgedörrt. Oder auch nicht, weil es bei mir so klein ist. Trinken wir mal was. Es ist abkühlend. Der liebe Heinrich ist ja da oben sicher. Ich wage mich einfach mal ganz vorsichtig und heimlich vor. Wir brauchen Eisen. Und ich muss niesen. Ah. Also juckt. Entschuldigt bitte. Eisen, Steine. Und da hinten ist irgendwas, wo ich mich noch nicht hintraue, weil da sind bestimmt ganz viele Viecher. Und hier sind viele Eisensteine. Juhu! Scheiße, wo kommt der denn her? Scheiße! Ah, wie geht das Blocken nochmal? Heinrich! SCRG. Danke. Jemand guckt nach, na, links. Ah, ich bin gleich tot! Oh. Okay. Töte ihn! Oh, jetzt bin ich schon wieder nackig. Hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn sogar die Arme abgehackt. Eine nackte Frau klebt am Felsen. Ah! Oh. Und jetzt spendet er mir noch gratis Haut. Das ist aber nett von ihm. Oh, 9 Tierhaut. Oh, das ist doch gut. Bin ich auch. Wo kam der denn her? Der kam da auf einmal von um den Felsen herum. Ich sehe auch da Eisen, aber leider... Ja, da sind ganz viele. Da ist ganz viel Eisen, deswegen wollte ich da ja hin. Ach, hier ist auch ein Stamm. Das kenne ich noch von früher. Da sind ja auch ganz viele von denen. Ja, ja. Ach, hier oben war auch, glaube ich, ein Stamm. Da könnte der auch hergekommen sein. Schnell abbauen, bevor der spawnt. Renne nackelig der Sonne entgegen. Okay. Aber da ist noch ein anderes Vieh, da will ich erstmal nicht gegen kämpfen, oder komme ich dran? Aber es ist gut zu wissen, dass da eine ganze Menge Eisen ist. Ja. Ansonsten ist das ja echt sehr, sehr nervig, diese Eisensteine zu holen. So, ich werde mich auch gleich erstmal selber häuten wieder. Also hier am Rand habe ich sie erstmal abgebaut. Die Eisensachen. Aber hier unten beim Stamm, da sind nur diese komischen Vögel. Da gibt's auch noch welche. Oh, ich habe nur noch einen einzigen Pfeil. Oh. So, ich habe auf jeden Fall 10 Tier heute aus mir rausgekriegt. Das ist gut. Hm? Da bist du. Oh ja, da sind eine ganze Menge. Mann, frisst er viele Pfeile, meine ich.
Ah, da ist auch noch ein Vogel. Ich weiß nicht, wie die stark die im Nachkampf waren. Also Pfeil hat er gerade gut gefressen. Ach, das bist du. Oh. Ja, vielleicht lässt du uns auch in Ruhe. Du hast ja wieder volle Energie, oder? Nein. Warum das denn nicht? Du bist doch gerade gestorben. Ja, aber da hat man ja nicht gleich volle Energie. Also hier hinten gibt's noch mehr Vögel, aber kein Eisen. Oh doch, hier unten. Boah, ich habe schon 50 Eisen, über 50 Eisensteine. Ich auch 50, 55 sogar, genau. Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Upp, dup, 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 dup. Okay. Dup. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ja, würde ich auch sagen. Bevor diese ganzen Viecher spawnen. Ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und ich hoffe, wir haben noch genug Fleisch im Lager. Ich muss mal wieder was essen. Ja, wir haben eine ganze Menge Fleisch. Aber jetzt wissen wir ja schon mal, wo wir ganz gut Eisen herkriegen. Das ist ja auch schon mal etwas. Ja. Ich glaube, ich werde bei uns zu Hause erstmal ein paar Standfackeln aufstellen, damit wir da eine Beleuchtung haben oder Kohlepfannen oder so. Ich habe keine Ahnung, warum ich die nicht in dem Bau, in der Werkbank bauen kann. Weil gelernt habe ich die eigentlich schon. Das ist ein bisschen kurios. Hier spawnen die Viecher nicht so schnell, kann das sein? Aber ich sehe hier schon ein paar Kürze, ja. Ups. Aua! Der war der letzte, ja. Ja. Ich weiß, das ist manchmal nicht so leicht. Ich nehme es dir nicht übel, alles gut. Aber bei dir war es ja nicht so knapp wie bei mir. Jetzt hast du mich noch ein, zwei Mal geschlagen, wäre ich tot. Hm. Ja, Krokodil vorne rechts, da laufe ich mit vorbei. Das Gute ist, wenn wir jetzt ein bisschen besser Eisen abbauen können, dann können wir wahrscheinlich demnächst schon eine Eisenpike machen. Und da kriegen wir auch auf jeden Fall leichter Leder und bessere Waffen und bessere Werkzeuge. Wir können besser Zeug abbauen. Ach, da oben ist dein Tempel, okay. Muss ich ja überlegen, wo ich meinen hinsetze. Hier bei den, kannst du ja bei den Krokodilen machen. Warum sollte ich da meinen Tempel hinsetzen wollen? Ich weiß es, du musst ja mehrere bauen, ne? Das ist ja nicht, ist ja dunkel. Ich glaube, du musstest ja, glaube ich, zwei, drei Stück bauen oder immer wieder verbessern. Irgendwas war da. Oh. Wir brauchen Holz. Oh ja, wir haben noch genügend zu futtern. Kannst ordentlich reinhauen. Ich habe noch so ein bisschen abgetrennte Beine und Arme. Ja, pack die auch mit ins Lagerfeuer. Du magst die ja. Ausgerechnet ich, die hier die Göttin der Heilung verehrt, ne? Hast du mal schon Tierfleisch gegessen? Ja. Also Menschenfleisch meine ich? Auch. Lecker? Macht satt halt, ne? Macht satt halt. Ah
ich habe hier auch noch Jenfell. Ich weiß nicht, ob du damit was... Ich weiß es auch nicht. Ich sammle es erstmal und pack's da rein. Dein Handschuh müsste gleich fertig sein. Cool. So, 11 Tierhäute habe ich auch mitgebracht. Keine Ahnung, was man mit dem Horn machen kann. Deine Handschuhe sind fertig. Juhu! Wie kann man die Scheißsachen reparieren? Schuhe sind. Das sind meine, ich will die reparieren. Du hast das Wissen nicht, um dieses Objekt zu reparieren. Na, da musst du wahrscheinlich irgendwie so Reparaturmeister oder so machen. Aber wenn ich die Sachen noch herstellen kann, dann muss ich die auch reparieren können, oder nicht? Ja, aber du, komm, ich kann hier eigentlich in der Werkbank eines Zimmermanns soll ich angeblich Schellenfackeln herstellen können. Und die einzigen beiden Sachen, die ich hier machen kann, ist einen leibeigenen Topf und geformtes Holz, obwohl ich eigentlich schon viel mehr kann. Aber das sind die einzigen zwei Sachen, die mir hier angezeigt werden. Hm, komisch. Hallo, kleine Katze. Kotzkatze. Kotzi. Mhm. Kleine Kotzikatze. Ne? Nein, wir laufen nicht über die Tastatur. So, ich brauche Knochen. Ich muss Katze. Will offen. Ah! Ja. Das passiert, wenn einem die Katze über die Tastatur läuft. Man schnappt sich einfach irgendwelche Sachen in die Hand. Ich brauche Knochen. 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 Oder auch Federn. Ist mir egal. Wir hatten ja noch. Ach, da ist noch Federn. Dann mache ich mir halt eben andere Pfeile. Was soll's? Holz. Okay, ich gehe Holz hacken. Wir brauchen ja eh Holz. Richtig. Holz können wir immer gebrauchen. Dumm, die dumm. Hacke, hacke. Mache ich erstmal wieder 70 Pfeile. Aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Holz für Dings. Haben wir auch schon einen Brunnen hier oben? Nee, ne? Nee. Man muss auch mal erstmal lernen. Verdammt. Level 25. Ich töte gerade mal ein paar Menschen, ne? Ja, mach das. Die bringen nämlich gut Haut.
Schön Kopfschüsse verteilen. Ey, warum? Wer hat dir erlaubt, dich zu bewegen? Immerhin 12 Tierhäute habe ich von denen bekommen. Das ist so nett. Ja, ne? Finde ich auch. Aber bis auf der anderen Seite hast du sie niedergetötet. Ja, ja, ich habe sie halt erschossen. Ich will auch nochmal ein, zwei Leute killen. Ich glaube, hier in Richtung Strand, da gab es noch ganz viele. Soll ich mitkommen? Wenn du möchtest. Oh? Was denn? Oh, da ist jemand. Oder? Mathilde im Nahkampf. Danke, Heinrich. Super, Heinrich. Hey, das Stein. Voll. Tierhaut! Juhu, wo wollen wir hin? Ich folge dir. Ach, gehen wir mal hier weiter. Gibt's bestimmt okay. Irgendwo. Ich glaube, da hinten an der Brücke gab es auch noch irgendwie so ein Nest von diesen Menschen. Nest. Oh. Kaninchen. Kaninchen. Ah, gab zwei Tierhaut. Also da drüben sehe ich auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ja, da hinten lang, genau. Ich glaube, hier gibt es zwei. Geradeaus und dann nochmal links. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere. Eine Fettraupe. Oh, Fettraupe ist gut. Wo hast du die gesehen? Hast du die genommen? Ja, natürlich. Oh, da sind sie. Mehrere, oder? Also ich sehe erstmal nur einen. Ich glaube, würde ihn mal anlocken. Warte mal. 3, 2, 1, Feuer! Da ist nicht mehr viel mit anlocken. Da ist noch einer. Okay. Ah! Nahkampf! Gut. Dann nehme ich mal den anderen. Oh, der hat eine Gaskugel. Hm. Der hat eine dunkle Kerze. Eine schwarze Kerzenstummel. Cool. Na, viel wichtiger ist, wie kriege ich seine Herzen, verdammt? Dafür brauchst du bestimmt ein tolles Messer. Ach, dafür muss ich dieses Messer wahrscheinlich bauen. Scheiße. Dieses Opfermesser. Das ist sehr gut möglich. Haben die eine Truhe? Nee. Oh, du hast etwas entdeckt. Zerstörte Brücke. Drüben auf... Oh. Da sind zwei Krokodile als Wächter. Hm? Guck dir das doch mal an. Nee, ich bin doch gar nicht da, wo du bist. Weiß doch gar nicht, wo du bist. Bist wieder einfach vorgerannt. Wo bist du denn? Hier am Strand. Ja, es gibt hier überall Strände. Auf der anderen Seite. Na, da drüben. Ah, ich muss weg. Ja, keine Ahnung. Da. Irgendwo, wo ich weg bin vom Krokodil. Ja, ich sehe dich. Ja, ich seh dich. Und jetzt sehe ich auch, was du meinst mit den zwei Krokodilen. Die sind gerade im Kampf.
mit ein. Ah, jetzt komme ich hier zwischen den Viechern. Ich kletter da. Mal gucken, wer da gewinnt. Mensch oder Krokodil? Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Es sind noch mehr Krokodile. Das ist ja der ganze Krokodilfarm da. Oh! Machst du mit Krokodilkampf oder was? Na, das eine Krokodil kam gerade auf mich zu, das freundlich verfolgt hat. Ah, die haben mich gesehen. Scheiße. Oh, die sind überall Viecher! Überall Viecher! Meine Güte, das sind echt ganz schön viele Krokodile. Halten die sich als Haustier? Ich hab keine Ahnung, was die machen. Das ist ein Wasserfall. Oh, da kommt immer näher. Arschloch-Kroko. Oh. Hey, was? Meine Maus zieht schon wieder. Arschloch-Kroko. Toll, bringt nur Knochen. Ah, die Knochen sind eigentlich ganz gut. Puh. Bist du noch am Strand da, oder? Ich bin auf die andere Seite geschwommen. Da sehe ich nämlich die Krokus besser. Es sind noch zwei Krokus am Leben. Und das eine auch nur noch zur Hälfte. Die Menschen sind alle tot. Ja, an die Menschen würde ich gerne rankommen. Ja, ich auch. Dafür versuche ich gerade... Ich habe nichts. Den locke ich einfach mal weg. So, das Koko ist sonst wo irgendwie. Oh, hallo. Ich wollte dich nicht stören. Haha. Koko. Komme ich mit dem Speer dran? Nee. Versuch einfach mal heiß zu schwimmen. Den Krokus zu entgehen. Ah, wenn man gezielt auf die Beine schießt, dann wird das langsamer. Weil du kannst generell wohl Gegner verlangsamen, indem du auf die Beine schießt. So, zwei Krokus habe ich gekillt. Aber wahrscheinlich sind die Menschen bis dahin schon weg. Einen habe ich gelootet. Ach, da bist du. Ist ein anderer Menschen? Wo ist ein anderer Menschen? Den habe ich schon gelootet. Okay. Ah, Entschuldigung.
muss weg. Lauf, 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 lauf. Und zack. Sehr schön. Poco-Party vorbei hier. Ey, bleib doch mal hier. Wie kann man denn tauchen? Weißt du, wie man tauchen kann? Nee. Ah, C. Das ist auch noch ein Koko. Also ein totes Koko. Schade, ich glaube, ein Mensch hat sich aufgelöst. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, gerade drei zerhackt. Also ich habe keinen einzigen gelootet. Holzschale. Ich habe alle gelootet. Ja. Gut, dann haben wir hier ganz schön geschlachtet. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Ja. Und schon mal gucken, was wir nächstes Mal anstellen. Erstmal bringe ich das ganze Zeug, was ich habe, nach